Moin Moin und herzlich willkommen bei The Game Cutie zu einem weiteren Commentary auf unserem Kanal. Heute habe ich im Hintergrund ein Gast-Gameplay von der dicken Seku erneut. Übrigens nochmal danke an dich dafür. Das ist ein Plants vs. Zombies Gameplay. Ich habe es mir angesehen, es macht ziemlich Spaß dabei zuzusehen. Ich habe jetzt auch gesehen, dass es letztens beim Humble Bundle Gedöns drin war. Ich habe aber natürlich verpasst, es mir zu holen. Vielleicht glaube ich es mir dann später noch, aber ich weiß es nicht. Im Moment bin ich überhaupt nicht mehr am Spielen. Ihr werdet es vielleicht noch hören, ich bin noch ein bisschen krank, meine Stimme noch ein bisschen nasal angeschlagen. Ich habe die ganze letzte Woche eigentlich jetzt nur im Bett verbracht, fast schon. Es sei denn, ich musste mal zur Schule gehen, aber das war auch dann wirklich Ausnahme eher, weil wegen Klausuren. Die Sache war einfach die, wie gesagt, wir waren letzte Woche von Mittwoch bis Sonntag um 1 Uhr morgens in Berlin unterwegs. Ihr wisst vielleicht, wir wohnen nicht in Berlin oder in der Umgebung. Das heißt, es waren, wenn ich wüsste, wie viele Kilometer was waren. Auf jeden Fall, naja gut, knapp 5,5 Stunden mit der Bahn gefahren. Wir hatten übrigens, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst, dass die Bahn wieder streikt. Weil das war ja eh angekündigt. Und ich sag mal, wir hatten Glück, weil der Streik erst 2 Tage später anfing. Ihr könnt gerne mal bei Google nachgucken. Oder bei Google Plus gab es ganz nette Bewertungen dazu. Nett. Wenn ihr nach dem Sunflower Hostel sucht in Berlin. Lest euch die Bewertungen durch und dann habt ihr ungefähr einen Eindruck, wie das Ding da wirklich war. Also ich fand die Beschreibung, the surrounding was super ghetto, die war okay. Die kann man so stehen lassen. Doch, muss man eigentlich fast tun. Naja gut, jetzt bin ich wieder da. Hatte mir direkt natürlich eine Erkältung eingefangen oder wahrscheinlich schon in Berlin und die dann erst zu Hause richtig entwickeln lassen. Konnte jetzt in letzter Zeit nichts aufnehmen, war jetzt auch ein bisschen im Stress. Also wie gesagt, diese Woche 2 Klausuren und ich bin noch so viel nebenbei beim Organisieren. Also ihr wisst, das Kommentatoren-Battle, es findet statt. Ja, ich hab's letztes Mal versprochen, vor einem halben Jahr. Aber diesmal findet es wirklich statt. Ich habe die ersten Videos bekommen. Mir fehlen im Moment, ich habe jetzt 10 Teilnehmer an dem Battle. Das erste Video, das ihr sehen werdet, wird erstmal eine allgemeine Vorstellung jedes Teilnehmers sein. Weil ich finde, das ist wichtig, damit ihr als Zuschauer einen Überblick habt, wer teilnimmt. Wodurch sich dieser Teilnehmer dann auszeichnet. Und ich fände es blöd, wenn man einfach so direkt ganz nüchtern in Runde 1 direkt Aufgaben verteilt und nachher nichts hängen bleibt. Also ein bisschen Persönlichkeit kann man ja schon so entwickeln dabei. Deswegen erste Runde nur eine reine Vorstellungsrunde. Dafür habe ich schon die ersten 7 Videos erhalten. 3 fehlen mir im Moment und eigentlich war heute Freitag, 8.5. schon Abgabetermin. Einer ist krank, von den 2 anderen habe ich momentan noch keine Antwort bekommen. Mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen drum. Ansonsten muss ich gucken, also ich habe die Frist jetzt bis Sonntagabend verlängert. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das noch was wird mit den anderen. Also bei einem, weil ich der ist krank und er versucht sein Bestes, aber da kann man, ich weiß es ja selber, wenn man krank ist, dann machst du eben kein Commentary. Hatte ich es auch. Oder habe ich immer noch. Aber ich muss jetzt echt mal was bringen, weil ich habe seit 2 Wochen nichts mehr gesagt. Und außerdem war es jetzt wichtig, dass ich mal ein neues Video rausbringe. Naja, so viel dazu. Und nebenbei bin ich eben noch ein bisschen so für die Schule am Organisieren. Sprich, bei uns ist es, ja, ich würde jetzt nicht Tradition sagen, aber fast schon Tradition, dass jede Stufe, jede Abschlussstufe ein Stufenkonzert veranstaltet, unter anderem auch, um das Abi mitzufinanzieren und dementsprechend hängen wir da schon ein bisschen der Planung dran, weil wir haben unsere kleine Gruppe, die sich dann um das Stufenkonzert kümmern soll und Johnny ist übrigens auch dabei und da wir ja eigentlich ein recht großes Interesse an Musik haben, haben wir uns dann da in die Gruppe mit eintragen lassen, um das Ganze zu organisieren. Aber das ist wirklich viel Arbeit, wenn man sich das, also das ist es nicht nur so, okay, komm, wir suchen jetzt ein paar Lieder raus und ihr macht dann das und das, weil das ist krass viel Aufwand, vor allem wenn es nachher darum geht, dass wir das mit den anderen üben müssen und dass wir auch Noten beschaffen müssen. Das wird ein Heidenspaß noch und wir haben noch knapp 5 Monate Zeit, glaube ich, und wir haben noch nichts geschafft. Und nebenbei muss ich es noch irgendwie organisieren, dass die unser Forum für unsere Stufe am Laufen ist, damit da jede Gruppe ihre Basis hat. Und das nimmt auch in letzter Zeit irgendwie ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, als es eigentlich sollte. Naja gut, so viel eigentlich schon dazu. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch großartig erzählen soll. Ich weiß, also eigentlich sollte man sowas ja nie sagen. Weil ich hasse ja so Planlosigkeit. Ich könnte jetzt einfach ein bisschen was so vom Pferd erzählen. Aber wenn ich sowas mache, und das mache ich im Freundeskreis, mache ich das recht häufig, dann fange ich einfach an, Blödsinn zu reden. Also, es ist bei uns eh gang und gäbe, Blödsinn zu reden. Vielleicht bin ich da auch mit Schuld dran. Das kann wirklich gut sein, weil
Man prägt ja schon so ein bisschen seine Umwelt mit. Und wenn ich was so überlege, ich würde bei keinem von uns sagen, wenn ich ihn so treffen würde, oh, der geht bestimmt aufs Gymnasium. Also, die sind... Ich glaube, es gibt kein Wort für uns. Wir sind einfach zu blöd für sowas. Obwohl wir nicht schlecht sind in der Schule. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Naja, ihr könnt ja mal so ein bisschen erzählen, das würde mich ja immer interessieren, wo ich gerade das Thema schon angesprochen hatte, bezüglich Spielen. Ihr wisst ja, in letzter Zeit spiele ich gar nicht mehr. Ja, ich komme zeitlich nicht dazu. Und außerdem, dieses Jahr ist einfach kein interessantes Spiel rausgekommen. Es gibt irgendwas Gutes dieses Jahr. Selbst letztes Jahr kam nichts. Assassin's Creed Unity war für den Arsch. Und jetzt am 12.05. ist die Vorstellung vom nächsten Assassin's Creed. Und ich sag genauso, dass es wieder nichts wird. Also, die haben sich irgendwie verscherzt. Und ja gut, GTA würde ich jetzt nicht als Release dieses Jahres bezeichnen, weil das Spiel ja nicht dieses Jahr gemacht wurde, sondern einfach nur dieses Jahr rausgebracht wurde und Rockstar es versäumt hat, sich irgendwie die PC-Community irgendwie ein bisschen ernster zu nehmen. Also wenn ich mal so auf den Spielemarkt jetzt gucke, da sehe ich überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Wir waren in Berlin, waren wir im GameStop unterwegs. Gut, GameStop ist jetzt eh nicht repräsentativ für die Spielebranche, aber... wenn man da so durch hier reinguckt, da ist einfach nichts Interessantes mehr drin. Wir stehen seit Jahren auf demselben Level, was das Spielen angeht. Und mir fehlt einfach so das Spiel, wo ich sagen würde, ey, da habe ich Bock drauf. Ich habe viele Spieleideen zum Beispiel. Ja, ich hätte Sachen, die ich mir wünschen würde. Aber das Problem, das ich sehe, ich wüsste nicht, an wen ich mich wenden soll damit. Weil da eh keiner zuhören würde. Die haben ihr Konzept, die wissen, was Geld bringt im Moment noch. Aber irgendwann bricht das Ding einfach zusammen. Weil das Konstrukt sich so nicht halten lässt. Und dann kommt erst der Wechsel, aber ich glaube, das dauert noch 5 Jahre mindestens. Wahrscheinlich länger. Naja, was wollen wir machen? Das Video an dieser Stelle vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim Kommentatoren-Battle einschalten werdet. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.